ich bin Sina. Ich arbeite hier hauptberuflich bei der Feuerwehr Leonberg und ich zeige euch heute die Feuerwache. Kommt einfach mal mit! Wir sind hier in der Einsatzzentrale. Wenn ein Einsatz reinkommt, sind wir hier und holen uns die Informationen von der Leitstelle Böblingen, um den Einsatz abzuwickeln und können dann von hier aus alles weitere managen. Hier finden wir unsere Einsatzkleidung und um uns umzuziehen, brauchen wir ca. 30 Sekunden, um unsere Privatkleidung in unsere Einsatzkleidung zu tauschen. Nachdem wir uns umgezogen haben, steigen wir dementsprechend in unser geordnetes Fahrzeug ein. Je Einsatzstichwort haben wir Löschfahrzeuge oder eben Hilfeleistungsfahrzeuge und mit denen rücken wir dann eben aus. Hier sind wir im Werkstattbereich, hier werden die Fahrzeuge nach dem Einsatz instand gehalten oder eben auch getankt. Hier waschen wir unsere verschmutzte Einsatzkleidung, wenn wir mal wieder dreckig geworden sind. Hier werden die Schläuche jetzt geprüft. Nachdem die Schläuche im Einsatz waren, müssen sie einfach gewaschen und gereinigt werden. Hier werden sie mit 8 bzw. 10 Bar geprüft, um eben Leckagen im Schlauch festzustellen. Wenn die Prüfung bestanden ist, werden sie einfach in Schlauchpuppen hochgehängt. Hier befinden wir uns in unserem Atemschutzkeller. Hier tun wir einmal im Jahr unsere Fitness unter Beweis stellen. Bei der Belastungsübung müssen wir auf die Endlosleiter laufen. Hierbei legen wir 30 Meter zurück. Wir sind hier in der Atemschutzwerkstatt angekommen. Hier wird die Atemschutzausrüstung nach jedem Einsatz gewaschen, gereinigt und schließlich unendlich geprüft.